Gottes Friede sei nun mit uns allen. Wir sind zusammengekommen, weil wir Abschied nehmen müssen von Frau Ute Kemp, geborene Weise. Am 22. November ist sie für viele hier unerwartet und für uns alle zu früh gestorben. Euch ist wenig Zeit geblieben, euch auf den Abschied vorzubereiten. Es ging rasend schnell von den unspezifischen Krankheitszeichen, der Diagnose, dann ihrem ganz ruhigen Sterben. Wenigstens hat sie jetzt keine Schmerzen mehr, so sagt ihr es tapfer. Doch bei euch bleibt der Schmerz. Denn es ist die Frau gewesen, seit Jugendtagen immer an der Seite, die liebevolle und verständnisvolle Mama und wundervolle Oma für eure Kinder. Die große Schwester, die Schwägerin, Tante, die Nachbarin und Freundin, für die Kirchengemeinde zuverlässige Küsterin, die mit ihrer Art das Gemeindeleben bereicherte. So sind wir nun hier, um nach Worten zu suchen, die trösten, nach Liebe, die auch angesichts des Todes nicht verblasst, und nach Hoffnung, die uns trägt. So tasten wir uns vor zu Gott, an den wir so viele Fragen haben und hören, dass er sagt: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe. Gedanken des Friedens und nicht des Leidens, dass ich euch Zukunft gebe und Hoffnung. Ich bete mit den Worten des 23. Psalms und ich lade sie ein, laut mitzubeten. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. So beten wir weiter. Mit allem, was uns jetzt belastet und bewegt, kommen wir zu dir, Gott. Uns schmerzt dieser Tod. Wir fühlen uns ohnmächtig und verlassen. Wir suchen Rat und Trost. Darum sind wir hier beieinander und bitten dich, sei du uns nahe. Erfülle uns mit deinem Geist, damit wir Frieden finden können. Gott, wir hoffen auf dich. Amen.
Liebe Familie, liebe Freunde, Nachbarn, liebe Trauergemeinde. Stern, auf den ich schaue, ein Lied, das Ute Kemp sehr gemocht hat. Und so hat sie auch gelebt. Führer, trieb mich traue, Fels, auf dem ich stehe. Und doch sind wir hier mit den ganzen Fragen und wir wissen, dass wir keine Antworten haben, die einfach zu haben sind. Es ist ein Wort aus dem Propheten Nahum, unter dem ihr gemeinsamer Lebensweg als Eheleute am 13. August 1980 begonnen hat. Dort heißt es: Doch mit Güte begegnet der Herr allen, die ihm vertrauen. Er kennt sie und schenkt ihnen Zuflucht in der Not. Nahum, der Name heißt, der bedeutet Tröster oder auch Gott tröstet. Was kann uns trösten angesichts des Verlustes und der Trauer? Denn durch Ute Kemp ist uns viel Gutes widerfahren. Der Familie zuerst, aber auch hier in Salbersbach und in der Kirchengemeinde. Denn sie war ein Mensch, der immer für alle da war und die es glücklich machte, wenn es allen gut ging. Sie war die älteste von insgesamt 4 Kindern, am 15. Juni 1956 in Mainbressen bei Kassel geboren. Durch den beruflichen Werdegang des Vaters bedingt ist die Familie oft umgezogen und kam schließlich nach Ingelheim. Ute, damals noch Waise, war dort schnell zu Hause, war bei den Pfadfindern, gemeinsam mit den Brüdern, später sogar als Leiterin. Sie lernte hier auch Rainer Kemp kennen. 1976 machte sie Abitur, eine Ausbildung als Industriekauffrau bei der Sektkellerei Scharlachberg in Bingen. Da zog sie zu Hause aus in die erste eigene Wohnung, bald zusammen mit dem späteren Ehemann Rainer. Erst in Bingerbrück, dann in Bingen. Die Familie wuchs und 1982 kam Sandra zur Welt. Die Wohnung war klein, etwas Größeres fand sich hier in Salbersbach. Dann kam Steffen und ein Jahr später doppeltes Glück mit Miriam und Christine. Seit 1992 wohnten sie nun hier in Salbersbach in dem Haus in der Kirchwiese und zumindest ich als ja Außenstehende hätte nicht gedacht, dass Ute gar nicht von hier stammte, so gut war sie hier integriert. Und sie gehörte ganz selbstverständlich zum Ort dazu. Sie fand auch schnell Anschluss in der Kirchengemeinde, war in der Frauenhilfe, Gründungsmitglied und Sängerin im Frauenchor Jubilate, Presbyterin bis letztes Jahr zur Fusion und ganz bis zuletzt auch Küsterin hier in der Kirche. Doch mit Güte begegnet der Herr allen, die ihm vertrauen. So hat sie ihr Leben verstanden. Sie hat Gott vertraut und wusste sich von seiner Güte getragen. Jetzt stand sie kurz vor dem Ruhestand. Darauf hat sich Ute Kemp gefreut und wir als Gemeinde haben uns eher gefürchtet, weil wir nicht wussten, wie wir sie ersetzen sollen. Aber wir haben es ihr auch gegönnt. Mehr Zeit für die stetig wachsende Familie, die Enkelkinder. Ich weiß, wie sehr sie sich gefreut hat, als sie an Ostern erfuhr, dass 2 weitere Enkelkinder unterwegs waren. Wenn die Ohren nicht im Weg gewesen wären, hätte sie im Kreis gegrinst, wurde mir geschrieben. Die Familie war ihr ein und alles. Ich liebe meine Kinder, war ihr WhatsApp-Status. Und sie war für euch, ich zitiere, Ratgeberin, Zuhörerin, Komikerin, Köchin, Bäckerin, Philosophin, Sängerin und Kuscheltier. Sie hat euch immer ermutigt und beigestanden, hat ihre Meinung gesagt, aber eure Entscheidungen auch respektiert. Und so wusstet ihr in allen Lebenslangen, ich kann mich auf Mama verlassen und was immer mir auf der Seele brennt, meine Mama wird mir helfen. Sie hat euch beigebracht, dass das Wichtigste nicht Oberflächliches ist, sondern
Das Wichtigste ist eine tolerante, starke und liebevolle Familie und alles dafür zu tun, dass das nicht verloren geht. Und so war es auch für sie. Hauptsache, ihr wart glücklich, kommt immer wieder nach Hause und tretet nicht aus der Kirche aus. Und so habt ihr es formuliert, sie hat dafür gesorgt, dass wir immer gerne nach Hause gekommen sind. Ich glaube auch, dass es für sie selbstverständlich war, ihre eigenen Eltern in deren Ruhestand zum Wohnen hierher nach Seibersbach einzuladen und sich dann später um sie zu kümmern. Viele Familienfeiern hat sie mit viel Liebe und Umsicht organisiert, vorbereitet und umgesetzt. Sie hat es genossen, wenn viele hierher nach Seibersbach kamen. Organisieren konnte sie gut. Gerade erst im September habt ihr noch mit der ganzen Familie das Corona-bedingt ausgefallene Beerdigungskaffeetrinken für eure Oma nachgeholt. Eine Fortsetzung eurer legendären Familientreffen. Denn Ute Kemp liebte es, für andere etwas Gutes zu tun. Dann hat sich der Bedachte gefreut und sie auch. In der Vorweihnachtszeit wurde die ganze Nachbarschaft mit Plätzchen beschenkt, selbst gebacken, das versteht sich von selbst, 14 bis 15 Sorten. Jetzt ist Weihnachten, die Plätzchen von Ute sind da. Da habe ich mich schon die ganze Zeit drauf gefreut, so sagt es sein Nachbar. Auch wenn ich mich wiederhole, sie war ein Familienmensch und so war auch ihre Tätigkeit hier als Küsterin, die sie seit 2000 innehatte, ein Familienprojekt. Bevor sie die Stelle angenommen hat, wurde Familienrat gehalten. Ohne eure Unterstützung wäre das alles nicht möglich gewesen. Für euch die Kirchengemeinde ein Glück, für euch vielleicht manchmal zu viel. Ich kann sagen, sie war eigentlich immer da und ich konnte mich immer auf sie verlassen. Ihr Organisationstalent kam der Gemeinde sehr zugute. Liebevoll hat sie immer im Hintergrund alles vorbereitet. Da blieb sie sowieso lieber im Hintergrund. So mochte sie auch überhaupt keine Fotos. Muss das denn sein? Ihr habt doch noch ein schönes gefunden, das ihr hier aufgestellt habt. Ja, aber im Hintergrund, da hat sie gemacht und getan und dafür gesorgt, dass jeder das, was er braucht, bekommt. Sie hatte zum Beispiel ganz genau im Blick, daran erinnere ich mich bei dem ersten Geburtstagskaffeetrinken, bei dem ich war, wer welche Vorlieben bei Schnittchen hat. Margarine statt Butter oder umgekehrt oder weder noch. Ute wusste sowas. Was ganz Typisches war auch, dass sie auch für eure Freunde Pausenbrote geschmiert hat oder Brotburger für die ganze Klasse nach individuellen Wünschen. Ohne großes Aufheben hat sie das ganz selbstverständlich gemacht. Doch mit Güte begegnet der Herr allen, die ihm vertrauen. Er kennt sie und schenkt ihnen Zuflucht in der Not. All das Gute in ihrem Leben, ihre Familie, die Kinder und die Enkel, die frohe Gemeinschaft, aber auch ihr ganzer Einsatz. Ich glaube schon, dass sie das als Güte Gottes verstand. Diese Güte hat sie an die anderen Menschen weitergegeben. Wenn sie gerade nicht gebacken, gekocht, in der Kirche oder im Gemeindehaus war, sich nicht um die Kinder und später um die Enkel kümmerte, dann hat Ute Kemp leidenschaftlich gerne gelesen. Ein großes Bücherregal im Wohnzimmer zeugt davon. Dort stehen die Bücher bis unter die Decke doppelreich. Einmal im Jahr nahm sie sich oft ein paar Tage Auszeit, meist mit den Töchtern. Eine kleine Reise, da habt ihr einiges Lustiges erlebt, an das ihr sicher gerne zurückdenken werdet. Spaß konnte man mit ihr ja immer haben. Und nun ist all das vorüber. Auch wenn wir alle voller Dankbarkeit dafür sind, noch ist die Erinnerung quälend. Gerade jetzt in der Adventszeit sind euch sicher die einen oder anderen Traditionen noch sehr bewusst. Wenn eure Mama sonntags ihre großen Plätzchendosen hervorholte und ihr aus jeder eins bekommen habt, vorgelesen wurde und die ganze Familie am Adventskranz zusammenkam.
Jetzt ist bald wieder Weihnachten. Dieses Jahr musstet ihr selber backen. Und das habt ihr auch. Ihr müsst dieses Jahr auch selber entscheiden, welcher Baumschmuck wohin kommt und ob der Ast dort vielleicht stört und nicht vielleicht woanders sehr viel besser wäre. Aber eigentlich wollte Ute Kemp niemandem zur Last fallen. Ich erinnere mich, als mir erzählt wurde, dass sie krank ist, da gingen wir noch von Rückenschmerzen aus, dass sie dich anschrieb und als die Nachricht mit Liebe Sandra begann, bei dir schon die Alarmglocken angegangen sind. Das ganze Ausmaß hat aber da noch niemand geahnt. Ganz aufgeregt war sie, als sie ins Krankenhaus kam. Da war sie in ihrem Leben bislang erst dreimal und das war bei den Geburten der vier Kinder. Sie wirkte nach den ersten Tagen der OP zumindest mir gegenüber recht optimistisch und schrieb mir: Huhu, ich lebe noch. Und ich habe ihr geantwortet, sonst wäre ich aber auch sehr böse auf dich gewesen. Das Ganze war mit reichlich Zwinker-Emojis versehen. Herumgealbert haben wir oft und das hat sie auch oft mit anderen. Ich habe nicht geahnt, was nur wenige Wochen später geschehen würde und ich glaube sie auch nicht. So schnell ist es gegangen, schneller auch als von Ärzten und Pflegern erwartet. Die endgültige Diagnose, ein Schock für alle. Und ich glaube, Ute Kemp konnte es selbst auch nicht wirklich fassen. Wollte es vielleicht auch nicht wahrhaben. Erst auch keinem sagen, damit die sich bloß nicht sorgen. Aber es ist wahr gewesen und es blieb wenig Zeit. Ihr habt sie besucht, so weil Corona das eben zuließ, als sie noch konnte, nach draußen geholt. Im Rollstuhl und das hat sie gefreut, obwohl ja früher die Vorstellung eines Rollstuhls für sie der absolute Horror war. Das fiel Besserung trat nicht mehr ein. Noch eine OP, die Schmerzen blieben, waren schwer und kaum auszuhalten. Geklingelt hat sie trotzdem viel zu selten. Bloß niemandem zur Last fallen. Die mehr und mehr werdenden Einschränkungen, das Gefühl der Hilflosigkeit. Das wollte sie nicht. Als ob sie auf die gute Nachricht der Geburt von Katharina gewartet hätte, ist sie zwei Tage später gestorben. Ganz ruhig, allein. Und so wie ich sie kannte, hätte sie auch keinen von euch dabei haben können und wollen. Und ganz allein war sie auch sicher nicht. Denn ich bin sicher, dass Gott bei ihr war. Gott, der uns in seiner Hand hält, uns kennt mit allen Nöten, Sorgen und Fragen, mit allem Leid und allen Schmerzen. Denn mit Güte begegnet der Herr allen, die ihm vertrauen. Er kennt sie und schenkt ihnen Zuflucht in der Not. Er ist für uns da, auch wenn wir ihn und seine Gedanken oft nicht begreifen. So schrecklich ihr schneller Tod ist, sie musste keine lange Krankheits- und Pflegezeit ertragen, was ihr sicher schwer gefallen wäre. Und auch wir können in dieser schweren Stunde des Abschieds Trost bei Gott suchen und Zuflucht. So nehmen wir jetzt traurig, aber auch voller Dankbarkeit für alle Liebe, allen Einsatz, alle Freundschaft Abschied von einem großartigen Menschen und wissen Ute Kemp in Gottes Hand. Und wir vertrauen darauf, dass er auch uns alle kennt, mit dem, was uns auf der Seele liegt und das Herz schwer macht, und dass er auch uns Zuflucht schenkt in dieser Not. Amen. Ihr alle, Sie alle haben ganz eigene Erinnerungen und Erfahrungen mit Ute gemacht. Nehmen wir uns einen Augenblick während dem nächsten Musikstück, um an Sie zu denken.
Wir beten. Gott, du bist Anfang und Ende. Du hast dieses Leben gegeben. Jetzt ist es zurückgekehrt in deine Hände. Trauer bewegt uns und Fragen. Aber wir sind auch dankbar für all das, was wir durch Ute Kemp in unserem Leben erfahren haben. Dein Wort hat das Leben von Ute Kemp begleitet. Sie hat auf deine Verheißungen vertraut. Wir danken dir, dass wir die Zeichen deines Segens in ihrem Leben erkennen können. Wir danken dir für die Liebe, die sie anderen geschenkt hat, für die Freundschaft, mit der sie anderen begegnet ist, für ihre Geduld und Freundlichkeit. Wir bringen vor dich auch das, was uns und sie belastet hat. Nimm uns alle, die Lebenden und die Verstorbenen, hinein in deinen Frieden. Wir bitten dich, schenke uns deinen Trost und die Gewissheit, dass deine Liebe stärker ist als der Tod. Gott spricht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Der Herr segne dich. Segne deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in alle Ewigkeit.
Lasst uns nun Ute Kemp zu ihrer letzten Ruhestätte begleiten. Gott sei mit uns auf diesem schweren Weg.